Hallo und Savadikap. Ja, heute gibt es mal wieder so einen kleinen Nachtrag vom Reisfeld. Die sind da am Dreschen. So, werden wir mal fahren und noch mal ein bisschen gucken. Zwar nicht das Feld von uns, aber fahren trotzdem mal hin. Mal ein Bierchen mitgenommen. Ja. Ja. อุ้มขี้ไก่มันโดดใส่รถผมจนมันขาบจุดขาโอ้ปอดโชคมึนมันต้นให้ตัวบ่ขาบบ่นี่ขี้น้ําก้นโอ้มึนเหรอมึนคักบ่ย่านคนเนาะจะเสียศาสนาว่าวานศูนย์พันเหรอยังๆอยู่เนาะตอดปิกไทกระเทียมมั้ยเออทําอาหารก็ได้ฮะได้แล้วเอาไปเฮ็ดกินแล้วบ่เป็นดีตัดหัวทิ่มต้นดีๆเอาไปกินเด้อนี่ให้เอาไปซอลิดเด้อนี่ซอลิดกินบ่เลี้ยงเด้อบ่บ่เลี้ยงก็ได้ไปมาไม่ได้ก็หมาอยู่นั่นน่ะยาย Ja, jetzt sind wir hier auf der Farm. Da war die Kap. King Kau Leo. King A. Bier mir auch. Ja, mal gucken, dass hier keine Schlange ist, die gerade eben. Sitzt am Arbeiten, auch meine Frau, alle mithelfen. Das ist, wenn du in Pattaya eine Firma hast, ja, dann hauen die alle ab nach Hause und kommen ja zwei Wochen später wieder. Ja, so was darf die Gruppenschaft natürlich nicht sehen.
ีเขียวเต็มเลยพอดีลงเลยja, und hier, was machen wir mit dem Stroh? Wenn ich nach Deutschland gehe, werde ich eine Strohpressmaschine kaufen und zusätzlich eine lange Schere für den Traktor. Dann kann man das nochmal schneiden und verkaufen. Vorher wollte halt keiner haben, den Stroh. Aber jetzt werden auch gebündelte Strohballen verkauft. Ja, neue Geschäftsidee. Ja, da kann man Akkordarbeit zu sagen. Ja, viele Familie, Verwandtschaft sind hier am Arbeiten. Ja, und die verwenden keinen Windfaden. Meine Frau heute Abend hat so Rückenschmerzen. Braucht dann erstmal wieder eine Voltaren oder zwei, alle die hier sind. Ja, die Schlange, die ihr also im Video gesehen habt, da hatte ich also jetzt die Kamera falsch gehalten, natürlich das andere Format. Die ist also giftig, sagte man mir. Ja, also die kriechen auch in den Reisfeldern rum. Ja, und ich hoffe, dass euch den kleinen Einblick in so einer Thai-Familie gefallen hat, wie die so leben, wie die zusammenarbeiten. Die haben also alle Rückenschmerzen. Das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Und das war's wieder mal.
Tschüss, der Dieter. Und meine Hunde haben sich auch gefreut. Tschüss.